Guten Tag, moin moin, seid gegrüßt, liebe Leute auf YouTube, danke, dass ihr dabei seid und danke auf Twitch fürs Warten und schönen guten Tag an Shelly und Gerd meldet in Windgeschwindigkeit aktuell in Holland, in seiner Region um und bei und Andi hat noch was geschrieben zu und Wald habe ich doch gefällt, Donald, den Wald hat er vorher mit dem Vollernter entfernt, genau, also da ist ja Wald, ne, normalerweise ist hier Wald. Und bei mir wird natürlich hier auch Wald angezeigt, weil die PDA, es ist ja eine, die PDA sind ja Fotos. Das ist keine irgendwie spielgenerierte PDA oder irgendwas. Und man sieht hier rundherum noch das Gras. Welche Version spielst du, Moritz? Ups. Geschickt einfach nur Chat geguckt und mich auf den Haufen manövriert. Spielst du noch 1.0 zufällig? Dann kann das sein. Ansonsten solltest du mal updaten auf 1.2. Ja, Andi hat sich ein paar Grundstücksgestaltungselemente gewünscht oder weggewünscht, würde ich behaupten. Ne? Umfangreiche Umbaumaßnahmen. Grundstückssanierung oder wie auch immer man das nennen möchte. Tschüss. Ja, vorne holen wir uns den nächsten. Recht blöd, wenn man so häufig fährt, eigentlich hätte ich da auch guten Punkt machen können. Also bei mir Map-Version wird Sonntag kommen. Modernisiere. Ja, ich denke auch. Ansonsten kriegt ihr eine leicht fehlerhafte Version. So schlimm kann es schon nicht werden. Wir sehen es heute Abend noch und das kann ich morgen auf jeden Fall noch irgendwie fixen. Dann werde ich nochmal die E-Mails versuchen durchzuackern. Da sind ja noch ein paar Fehlermeldungen, ein paar Fotos geschickt worden von Sachen, die auf der Karte halt nochmal nicht schön sind. Dann versuche ich noch, also wie gesagt, dieses mit den Füllplanen bei der Düngerproduktion, das müsste eigentlich laufen. Gucken, ob ich das noch irgendwie getestet kriege. Aber es müsste gehen. Eine Modliste wird es auch irgendwann mal geben. Wir haben relativ viele Script-Mods und sowas eigentlich eher drin, dass Beschränkungen aufgehoben werden und all so ein Zeugs. So, dann würde ich jetzt sagen, fahren wir mit dem mal zum Hof, ne? Und machen mal Hofsilo-Anbindung. Vorne eigentlich auch ein Weg. Also hier ein Autodrive-Kurs. Ja. Jo, einfach austauschen, einfach austauschen, einfach austauschen. Dabei habe ich extra den Händler Spawnpunkte höher gesetzt. Ne? Das ist eigentlich unglaublich, dass du jetzt das erste Mal das Problem hattest. Komisch genug. Giants Bug. Spawnplätze habe ich nämlich extra einen halben Meter höher gesetzt jetzt. Weil schon mal einige sagten, dass die Hinterräder von einigen größeren Maschinen im Boden backten. Ja, also bei uns geht's. Man hört schon ein paar Böen. Aber wie ich gerade eben, oder wie wir gerade eben auch schon ich gesagt habe und wir eben nachgeguckt habe, bei uns kommt der Höhepunkt wahrscheinlich auch eben erst noch. Oder wir, ne, oder der, die Prognose war tatsächlich, der Sturm zieht ein ganz bisschen weiter südlich und dann ist es hier deutlich entspannter. Jetzt muss ich aber einmal kurz grundlegend überlegen. Wir werden ja hofsilomäßig
von hier drüben dann kommen, da hinfahren und dann wieder irgendwie den Hof verlassen. Also von der früher war es andersrum, ne? Was sind das denn? Nee, also nee, das ist ja die Einfahrt zum Hof hier, sinnigerweise, ne? Und hier hat Holger dann gestoppt. Wenn ich jetzt von hier an weitergehen möchte, sage ich doch jetzt hier einfach aufzeichnen. Oder den nicht connected. Was ist jetzt der Unterschied noch Nebenstrecke oder Hauptstrecke oder was ist das noch der Unterschied? Das hört sich ja toll an jetzt, ne? Krass. Da will ich ja glatt noch mehr Kurse irgendwie miteinander verbinden, weil es sich so toll anhört. Man muss ja auch später an die Langanhänger denken, also glaube ich, sollte ich den Punkt ungefähr hier hinsetzen, oder? Hof. Silo. Ich habe das doch nachher auch in meinem LS19, überlege ich gerade, blöd benannt, dass ich nicht mehr zurechtkam bei der Benennung, oder? Einfach aber die Einfahrt auch auf die andere Seite verlegt, aus Gewohnheit wahrscheinlich, wa? Gleichfalls, gleichfalls, gleichfalls. Du musst nur die Karte rausschmeißen und die neue Karte, Mod-Ordner und gutes. Und im Zweifel immer Versionsinfo-Update-Videos von mir gucken auf YouTube. Ne? Version Info 1.1, Version Info 1.2 kann nicht schaden. Hofsilo. Bestückung und. Also einfach, ob ich da ist doch nicht Bestückung. Meint, ich soll noch ein paar Meter weiterfahren. Setz doch das, wo ich beim Träger bin. So, weil ich brauche noch einen Punkt, ne? Jetzt habe ich den Punkt gekriegt. Den wollte ich haben, okay. Also, Hof, Silo befüllen. Teste das gleich, deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Und dann fahren wir jetzt hier wieder raus. Aber so, dass wir da vielleicht noch irgendwas Kleines irgendwann mal platzieren kann. Und dann setzen wir jetzt erstmal hier smooth an. Dann sage ich mal Aufnahme stoppen. Ist er schon auf der Linie connected? Nee, ne? Ich glaube, das macht er doch nicht automatisch, oder? Was? Endlich Autodrive-Kurse für den Hof und die andere Alternative wäre natürlich dann irgendwo von hier ausgehend. Jetzt muss ich gucken, welchen hat er. Er hat gerade den. Gehen wir wieder auf Aufnahme. Und schließen nochmal hier drüben an. So, und jetzt können wir hier abkippen, Hofsilo befüllen. Wie kann ich jetzt noch... Dumm. Aber Kies aufladen. Den Kies aufladen brauche ich doch gar nicht mehr. Wie kann ich Kies aufladen löschen? Nee. Muss ich den oben drin haben oder was? Jetzt lasse ich einen Wegpunkt hier vorne, der vor mir ist, oder nicht?
Jetzt höre ich auch draußen Sirenen bei uns. Scheint irgendwo Einsatz zu sein. So, also das ist gut. Nein, ich fährt es auch schon wieder Kilometer strampeln. So, jetzt wollte ich aber den richtigen, also Hofsilo befüllen, in den Hof reinschieben da. So. Jetzt gleich einmal testen. Hofsilo befüllen, nein. Beladen war ja eigentlich da hinten. Da habe ich eigentlich nichts. Jetzt Abfahrerfeld 2. Und abgeben tust du das Ganze. Zum Glück überlese ich gerade den Chat. Hofsilo befüllen. Da liegen immer mehrere Einsen. Wo habe ich die eigentlich verbunden? Auf der Fahrbahn. Wie nehme ich denn Nebenstrecke überhaupt auf? Nebenstrecke war diese Geschichte, dass die Punkte mehrfach zählen, ne, oder? Also ein Wegpunkt zählt bei mehrfach, bei Nebenstrecke mehrfach, sodass die eher selten genutzt werden, ne? Das funktioniert schon mal. Wird auch noch angezeigt. Kämpft sich jetzt nach oben. Richtung Position 1. Ist eigentlich nur Erde hier drinnen zu haben. Das kann man dann später auch irgendwann automatisiert verkaufen. Aber sehr schön, dass das schon mal funktioniert. Die rechte, nee, dann ist doch die linke Spur, oder nicht? Achso, also du meinst die rechte, ja, verstehe ich. Die rechte hier Dingsspur. Was ist mit Shift drücken? Also ich meine, glaube ich, diesen Punkt hier vorne habe ich nicht hinten connected. Den hier das. Sicher? Nee, ist doch verbunden. Ein Punkt Nebenstrecke sind 20 normale Punkte. Ja, okay, der Faktor bewirkt auf jeden Fall, dass er auch nicht so leicht über unseren Hof abkürzen würde wahrscheinlich. Macht ja hier eh keinen Sinn. Ach, den meint ihr. Danke. Vielen, vielen Dank. So, dann machen wir auch noch Hofsilo leeren. Verkaufe ich einfach mal eine Ladung Mais? Ach, eigentlich nicht, ne? Eigentlich sind die Preise maismäßig. Mais? Definitiv die richtige Entscheidung zu warten. 879 bei Raiffeisen aktuell im Höchstkurs für Mais. Alle Achtung. Ja, die Kurve hier ist auch nicht ganz so entspannt geworden, würde ich behaupten. Aber das können wir von hier aus mal weiter aufnehmen. Und da muss ich dann das connecten. So würde ich sagen, so kriegen wir das meiste doch mit. Hofsilo leeren. Aufnahme. Ach Quatsch. Aufnahme stoppen macht er auch so, ne? So, und die beiden noch schön miteinander connecten. Schon hätte ich das angebunden. Ja, also praktisch meine ersten Autodrive-Kurse so ungefähr hier im LS22.
Nachdem Holger schon Kilometer Geld hier kriegen muss, habe ich jetzt zumindest mal die Hofsilos angebunden. Und es müsste ja funktionieren eigentlich, ne? Genau, Holsteiner Jung, siehst du richtig. Ach so, Nebenstrecke aufnehmen, linke Shift gedrückt halten und dann auf Aufnahme drücken. Ja, also es wird ja in der Regel keine Abkürzung sein, aber es ist gut zu wissen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt, ich sag mal, um das mal kurz noch mal. Warte mal. Den lösche ich. Ach ne, geht das doch so, ne? Wieso muss ich. Habe ich jetzt Abfahrer 2 gelöscht? Nee, ne? Ich wollte diesen Wegpunkt löschen. Nicht, dass ich Abfahrer 2 lösche. Kann auch Autodrive-Netz kaputt machen, ne? Ist noch da. Ich dachte jetzt eigentlich, wenn ich jetzt dann, kann ich das auch so machen? Wie löscht man denn noch mit Alt und Dings? Ja, genau. Kann ich jetzt auch so verbinden mit Nebenstrecke? Kann ich jetzt Punkte, oder ich kann auch selber das machen. Also dann würde ich jetzt hier losfahren, würde sagen, ihr sagt links und dann Aufnahme. War noch nicht ganz geschnallt, aber ihr seht, jetzt hätte ich hier theoretisch 4 Punkte gesetzt, was entspricht 80 Punkte theoretisch, ne? Und wenn das hier 80 Punkte sind, kann man sich natürlich, ups, auch überlegen. Das macht schon den Unterschied, ne? Weil er rechnet hier 80 Punkte dann extra auf diesem Stück, was dann heißt, er wird meistens, je nachdem, diese Strecke wahrscheinlich nicht unbedingt zwingend nutzen wollen. Muss hier drüben noch anbinden, sehe ich gerade. Da habe ich aus Versehen, weil ich hier stand, wahrscheinlich auch gelöscht, ne? Ja, ich weiß, Holgers Autodrive-Tutorials sind gut, aber ich habe null Zeit, um nur Tutorials anzugucken. Dann müsste ich jetzt sagen, tschüss Leute, ich gucke mal kurz Tutorial und dann mache ich gleich weiter. Das ist auch nicht so glücklich. Deswegen ist es bei mir alles Learning by Doing im Livestream. Genauso Kursplay als auch Autodrive. Ich empfehle Holger 70 Autodrive-Tutorial. Stopp mal. Mit linker Shift-Taste gedrückt halten und auf den Punkt kannst du den umwandeln. Okay, danke. Nö. Passt jetzt so. Bleibt erstmal so. Ich teste es ja gleich und guck mal, ob es funktioniert oder nicht. Hat aber wieder ein bisschen Zeit gekostet. Aber wir haben da jetzt einen guten Autodrive-Kurs. Nein, nicht Ivan gucken. Holger gucken. Ich empfehle Leute zu seinem Team und nicht andere. Das ist schon mal klar, ne? Holger minus 70, nix. Hirschfeld, nix Ivan. Holger. Was nicht heißen soll, dass die anderen nicht auch gute Tutorials machen, ne? Aber logischerweise empfehle ich Leute aus unserem Team und nicht irgendwie andere Leute. Gute Nacht, schönen Abend noch. Erst wieder zum Hof zurück. Ja, also, ne, der wird jetzt der Hofsilo befüllen mit Erde. Dann gucken wir mal gleich demnächst, das machen wir erst in der nächsten Folge, Leute, ob wir jetzt mal lange die ersten Paletten fertig haben. Aber ich spiele auch nur mit mal 2 Geschwindigkeit, also so schnell kann die Produktion dann natürlich auch nicht sein. Ja, ist auch in Ordnung. Sag ich ja auch. Machen wir schon auch Gutes.
Ja, macht ja nichts. Silo befüllen. So, und der andere steht wahrscheinlich hier vorne schon wieder rum, genau. Mal ein bisschen was schaffen hier. Oh, ein bisschen noch. Also im Flow hier, Sägewerk gleich noch und so weiter, will ich auf jeden Fall noch gut getestet haben. Von jeder Palette mindestens eine Sorte und so weiter. Wird noch ein bisschen. Eine Stunde spiele ich bestimmt noch. Danke, danke für Follows, moin moin. Praktisch mit dem Erde hier so Haufen. Ich glaube, ich werde das gleich von der anderen Seite sonst noch mal machen. Mal gucken. Da ist ja immer noch was regelmäßig zu holen. Was willst du denn zeigen da vom Hof? Kurze Frage nur schon mal. Vielleicht kannst du kurz zu knapp erklären, was ich da testen sollte, weil dann muss ich gucken, ob ich da jetzt Muße zu haben oder nicht. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Nämlich danke fürs Reinschalten. Ein bisschen Auto Drive haben wir heute schon mal gelernt und den Rest machen wir dann demnächst. Bis dann, vielen Dank und tschüss.